Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen fantastischen Video. Ich finde diese Videos einfach sehr wichtig, deswegen passt jetzt ganz genau auf. Ist eine sehr wichtige Botschaft jetzt wieder. Ich habe ja letztens auch so ein Video gemacht. Bevor die Veränderung kommen kann, musst du erstmal ziemlich abgefuckt sein oder sowas. Oder bevor du dich veränderst oder sowas, musst du erstmal ziemlich abgefuckt sein. Hört sich vielleicht im ersten Moment ziemlich krass an, ist es aber nicht. Weil, Hand aufs Herz. Jemand kann sich nur verändern, wenn er auch die Veränderung. Oder andersrum. Jemand kann sich nur verändern, wenn er auch die Probleme erkennt. Deswegen, bevor eine Veränderung kommen kann, musst du das Problem erkennen. Ist leider Fakt. Zu viele aber da draußen erkennen ihr Problem, sind dann aber ignorant. Und wollen es dann aber nicht einsehen, dass sie dieses Problem beheben müssen. Und deswegen bleiben sie lieber die ganze Zeit dann gleich und werden immer miserabler. Weil du kannst ein Problem vielleicht ignorieren, aber das heißt nicht, dass es dadurch weggehen wird. Und weil es nicht weggeht und es immer wieder aufs Neue an der Tür anklopft, hallo, hier bin ich, hier ist das Problem, hallo, ja, weil das so ist, wirst du immer wieder darauf sensibilisiert werden, dass du nicht so perfekt bist, wie du denkst, dass du nicht so fehlerfrei bist, dass dein Leben nicht so toll ist. Und was weiß ich, ja, ist kein schönes Gefühl. Aber je länger du das Ganze ignorierst, deine Probleme, desto miserabler wirst du. Weil du ganz genau weißt, eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich viele Probleme. Ich müsste vieles verändern. An mir, um mich herum, generell. Aber da ich so ignorant bin und nichts verändern will, ja, macht es mich nur noch wütender. Und diese Wut wird irgendwann zu Hass. Und dieser Hass wird dann. Macht dich dann immer miserabler, weil du dich dann auch selbst hasst dafür, dass du nichts verändert hast. Hört sich jetzt komisch an, aber es ist. Und so laufen viele Menschen da draußen rum. Deswegen sage ich, sind diese Videos essentiell zu hören. Damit du nicht so wirst wie die meisten, die sich dann selbst hassen, weil sie vielleicht in jungen Jahren mal gemerkt haben, dass sie viele Probleme haben, aber anstatt an diesen Problemen zu arbeiten, haben Sie lieber den leichten Weg gewählt. Nicht dran zu arbeiten, es zu ignorieren, es sein zu lassen, all das. Und das macht dich nur noch miserabler. Definitiv. Denn wenn ich genau weiß, ich habe da ein Problem und ich ignoriere weiterhin die ganze Zeit dieses Problem ist ja dennoch da, es stört mich dennoch. Aber ich ignoriere es ja nur. Dieser Störfaktor erweckt in mir dann irgendwann eine innere Wut. Hass, Zorn, Bitterkeit. Was macht das mit mir? Es macht mich miserabel. Es macht mich zornig, verbittert, wütend, hasserfüllt. All das. Und so laufen viele Menschen da draußen rum, die ihre Probleme einfach nicht beheben wollen. Deswegen sei nicht so ein Mensch. Sei anders. Du erkennst das Problem, du behebst das Problem, du wirst besser. Ganz einfaches Prinzip. Die Steps sind simpel. Das Verständnis ist simpel. Es geht hier um ein Problem. Okay, ich erkenne das Problem, ich löse das Problem, Problem gelöst, alles wird besser. Das Verständnis ist simpel. Was du tun musst, die Steps dafür sind simpel. Problem erkennen, Problem lösen, Problem gelöst, alles gut. Die Steps sind simpel. Die Umsetzung hingegen ist das Schwere. Deswegen wählen viele den leichten Weg. Weil sie haben es verstanden, sie müssten da was verändern, aber anstatt es zu tun, machen sie es nicht. Weil sie entweder Angst davor haben oder zu stolz dafür sind oder zu faul dafür sind. Oder es sich nicht wirklich eingestehen wollen.
Aber im Endeffekt belügst du dich nur selbst. Du belügst dich nur selbst. Wenn du so durchs Leben läufst, du kannst keinen anderen anlügen außer dich selbst. Hand aufs Herz. Ist leider Fakt. Ich kann es nicht besser beschreiben, nicht besser sagen, nicht weicher sagen als jetzt, als so, ja, du belügst dich nur selbst. Und das ist schon weich gesagt. Ich könnte auch ganz andere Dinge sagen. Du bist fucking ignorant, du bist einfach dumm oder sonst irgendwas. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Denn ich will dich nicht so nennen, aber es ist leider so. Ich muss es dennoch sagen, es ist dumm. Es ist dumm. Kannst du sagen, was du willst. Wenn du ganz genau weißt, was deine Probleme sind und du veränderst sie nicht, sorry, my guy, aber du bist dumm. Sorry, Madam. Aber das ist dumm. Wenn ich weiß, ich habe hier etwas, was mich stört, will ich doch auch so schnell wie möglich diese Sache aus meinem Leben schaffen, damit sie mich nicht mehr stört. Damit diese Sache mich nicht mehr stört. Ist doch Common Sense. Aber viele haben kein Common Sense. Viele haben kein logisches Denken. Viele sind nicht logisch. Viele sind so unlogisch. Aber ich beschwere mich lieber den ganzen Tag darüber und verändere nichts und vielleicht geht's so weg. Du denkst dir vielleicht auch oftmals so, what? So über viele Menschen, du siehst sie, du siehst ihr Verhalten, du siehst, wie sie so sind. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so Gossip, über andere schlecht reden, aber es ist Fakt. Wenn du so jemand bist, du erkennst deine Probleme, du arbeitest an deinen Problemen, du behebst deine Probleme und wirst besser, dann siehst du oftmals Menschen, die halt dementsprechend dann genau das Gegenteil sind und du denkst dir, Mann, Mann, Mann. Anstatt hier an deinen Problemen zu arbeiten, beschwerst du dich nur die ganze Zeit. Ich wüsste ganz genau, was du tun müsstest, um besser zu werden, damit du dich nicht mehr beschweren musst. Damit du keine Gründe mehr hast, dich zu beschweren. Es könnte so leicht sein. Es könnte so viel besser sein. Es könnte so viel einfacher sein. Aber du wählst lieber den leichten Weg, der eigentlich der schwere Weg ist. Denn es ist schwerer, in einer Lüge zu leben und leichter, in der Wahrheit zu leben. Im Endeffekt, der Weg dorthin ist schwer. Der Weg dorthin ist schwer. Um in der Wahrheit zu leben, musst du erstmal all diese Lügen loswerden. Musst du erstmal all das unnötige Gewicht loswerden. Das ist der schwere Weg. Aber im Endeffekt wirst du dann dadurch leichter leben können. All diese anderen Menschen, die den leichten Weg wählen, der so leicht scheint am Anfang, alles einfach zu ignorieren und alles auszublenden, das ist so der leichte Weg, werden es im Endeffekt nur noch schwerer haben. Weil sie alle in der Lüge leben und sich alle für weniger verkauft haben, ihre Seele verkauft haben für ein 0815-Leben und sonst was. Und du arbeitest dann da an deinem Leben, wirst immer besser, behebst deine Probleme, ja, steigst immer mehr auf. Deswegen, wer wird im Endeffekt dann leichter leben? Jemand, der alles ignoriert und sagt, ja, alles gut, ich erkenne zwar meine Probleme, aber wird schon von alleine weggehen. So sind viele. Anstatt ein Problemlöser zu sein, beschweren sie sich nur und hoffen dann, dass es von selbst weggeht. Wie in diesem einen Film, da wurde so gut gesagt im Intro, in diesem Ready Player One, war auch so der erste Spruch so, ja, irgendwie so, ich weiß nicht mehr ganz genau, an die Leute, wo die Leute dann auch aufgehört haben, Probleme zu lösen und sich nur noch darüber zu beschweren, irgendwie sowas. Guck den Film, da wurde es irgendwie ganz gut gesagt, so, dass die so in einer Zeit leben, wo die dann aufgehört haben, Probleme zu lösen, und haben sich nur noch darüber beschwert. Irgendwie ist ein ganz guter Film, um zu zeigen, was alles so in der Zukunft kommen wird. Und sowas, deswegen guckt euch diesen Film auf jeden Fall an. So, der erste Spruch, der zählt. Das Intro zählt, was dieser Typ dann so direkt am Anfang sagt. Das ist einfach Fakt. Wir leben in einer Welt, wo Probleme nicht mehr gelöst werden, wo gehofft wird, dass diese Probleme von selbst weggehen. In so einer Gesellschaft leben wir. Die Leute sind nicht mehr Problemlöser, sie sind Problemmacher. Sie machen nur noch mehr Probleme. Und vor allem hoffen sie dann, dass diese Probleme von selbst weggehen. In so einer Gesellschaft leben wir. Es ist krank, es ist crazy. Deswegen, bevor die Veränderung kommen kann, musst du erstmal das Problem erkennen. Ich hoffe, dieses Video hat euch auf jeden Fall jetzt geholfen.
hat euch auch viel die Augen jetzt vielleicht sogar geöffnet, damit ihr nicht so ein Mensch seid. Denn im Endeffekt werdet ihr, auch wenn es temporär jetzt leichter ist, alles zu ignorieren, alles einfach so beiseite zu schieben und zu sagen, ja, alles ist gut, ja, ich muss nichts verändern, es wird von selbst weggehen. Auch wenn das jetzt gerade mal temporär vielleicht leichter ist, wird es am Ende im Endeffekt nur noch schwerer werden, in der Lüge zu leben und was weiß ich, all diese Lügen aufrecht zu erhalten. Es wird nur noch schwerer mit der Zeit. Es wird nur noch schwerer mit der Zeit. In der Wahrheit zu leben wird dich erleichtern. Deswegen lebt in der Wahrheit und nicht in der Lüge. Erkennt eure Probleme und behebt sie. Seid ein Problemlöser und seid kein ignoranter Mensch, der irgendwie alles ignoriert, alles beiseite schiebt und hofft, dass es von alleine weggeht. Dass die Probleme von alleine weggehen. Das ist Wunschdenken. Wir leben aber hier nicht im Wunschdenken, wir leben in der Realität. Und die Realität ist, wenn mir was auf den Sack geht, muss ich diese Sache selbst beheben. Ich kann nicht darauf warten, dass irgendeine außenstehende Person mir dieses Problem aus dem Leben schafft. Ich muss es mir selbst aus dem Leben schaffen. Denn solange, wie ich mich nur darüber beschwere, wird sich nichts verändern. Das müssen viele Menschen mal verstehen. Viele lieben es, sich lieber zu beschweren, anstatt tatsächlich was zu verändern. Denn das gibt ihnen ja Gesprächsstoff, ja, Redensmaterial. Ja, oh, ich kann mich über was aufregen. Geil, jetzt kann ich über was reden. Weil sie kein Leben haben, weil sie keinen Lifestyle haben, weil sie sonst nichts haben. Ja, manche brauchen das. Manche brauchen dieses Gefühl von Drama. Oder manche brauchen nicht nur dieses Gefühl, manche brauchen dieses Drama. Manche brauchen diese Probleme. Sei kein Mensch, sei nicht so. Denn Hand aufs Herz, es macht dich nur noch miserabler. Stell dir mal vor, du bist so ein Mensch. Du beschwerst dich nur und veränderst nichts. Du wirst mit der Zeit immer miserabler. Immer miserabler. Ich habe jetzt genug Beispiele genannt, auch warum, weshalb, wieso. Weil je weniger du etwas aus deinem Leben schaffst, desto größer wird dann irgendwann dieses Problem werden in deinem Kopf. Definitiv, du ignorierst etwas eine Zeit lang, so lange, ja, irgendwann wird das Problem so groß, dass du es nicht mehr ignorieren kannst. Und dann kommt ein emotionaler Breakdown, dann kommt irgendwann so ein mentaler Breakdown, dann kommt auf einmal irgendwie ein Blackout, Burnout, was auch immer. Und du rastest komplett aus, weil du diese Sache schon so ewig aufschiebst und so ewig quasi mit dir rumschleifst, dieses Problem. Irgendwann wird dieses Problem so groß in deinem Kopf, ja, dass du nicht mehr klar denken kannst. Willst du, dass das passiert, oder willst du die Probleme von jetzt an, sobald du sie erkennst, beheben? So schnell wie möglich. Damit du immer weiter vorankommen kannst. Deswegen, das so zu diesem Thema. Ich hoffe, dieses Video hat euch motiviert, jetzt immer weiter an euch zu arbeiten. Deswegen, ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt fleißig. Lasst euch niemals etwas anderes sagen. So, oh, ihr seid nicht zufriedenzustellen und bla 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 bla. Und wenn man ja nur Probleme sieht, sieht man ja gar nicht, was man hat. Und das sind auch so Manipulationssprüche, was manche Menschen so sagen. Ja, du musst doch auch mal sehen, was du so hast. Du kannst doch nicht nur die Probleme sehen. Ach, du siehst doch nur die Probleme. Nein, du siehst die Realität. Du siehst einfach, dass du genügend Probleme hast, an denen du arbeiten musst. Und viele wollen es einfach nicht einsehen. Das, weil sie es nicht einsehen wollen, kommen sie dann mit solchen Shaming-Taktiken, mit solchen Sprüchen. Oh, man muss aber auch mal sehen, was man hat. Denn wenn man nicht sieht, was man hat, dann. Das ist alles Bullshit. Das ist alles Bullshit. Du musst deine Probleme erkennen. Und lass dir von keinem etwas anderes sagen. So, du bist so unzufrieden. Du siehst ja nur die Probleme. Du siehst ja gar nicht, was du hast. Was bringt es mir, mich selbst zu belügen und mir selbst zu sagen, dass alles in Ordnung ist und ich bin ja froh mit dem, was ich habe. So, das ist auch, sich mit weniger zufrieden geben. Was absolut gar nicht in meinen Lifestyle in mein Leben passt, was absolut gar nicht zu mir passt, mich zufrieden zu geben. So viele geben sich zufrieden, oh, ich bin zufrieden. Nein, ich bin nicht zufrieden. Ich will mehr. Und das ist richtig, das ist okay. Es ist okay, dass du mehr willst. Lass dir von keinem etwas anderes sagen. Deswegen, das so zu diesem Thema. Ich muss das jetzt noch ergänzen, weil das ist wichtig. Manche werden kommen und werden dir genau das sagen. Oh, du siehst nur die Probleme. Du willst ja nur die Probleme sehen. Du siehst ja gar nicht alles, was du hast. Du siehst ja gar nicht, was du alles Gutes in deinem Leben hast. Das sind alles so Manipulationstaktiken. Vielleicht sagen dir das deine Eltern, vielleicht sagen das irgendwelche anderen
Menschen, Freunde oder Familienmitglieder, wer auch immer, deine Partnerin, dein Partner, oh, du bist gar nicht zufriedenzustellen, du siehst ja nur die Probleme, du siehst ja gar nicht, was du alles hast so in deinem Leben. Sowas von Bullshit. Sowas von Bullshit. Ist einfach nur Bullshit. Deswegen, das Schlimmste ist, sich zufrieden zu geben. Das ist das allergrößte Problem. Menschen, die sich zufrieden geben, das sind tatsächlich die größten Loser. Das sind die miserabelsten Menschen. Nicht die Menschen, die die Probleme erkennen. Aber diese Welt will dich dazu so konditionieren, dass du quasi ein Problem so für diese Welt bist. Dass du nicht zufriedenzustellen bist. Dass du miserabel bist. Weil du ja nur die Probleme siehst. Wir leben in einer verrückten Welt. In einer umgekehrten Welt. In einer umgepolten Welt. So, dass das Gute wird als schlecht dargestellt, das Schlechte wird als gut dargestellt. Deswegen sind Menschen auch so ignorant. Ist einfach so. Deswegen lass dir von keinem etwas anderes sagen. Wenn du die Probleme erkennst, beheb sie. Definitiv. Es dreht sich nur um dich. Im Endeffekt, du lebst dein Leben. Es kommt nur auf dich an. Willst du ein besseres Leben? Willst du ein besseres Ich? Oder willst du immer noch dein altes Ich sein? Oder willst du endlich besser werden? Das ist die Frage hier. Willst du besser werden? Willst du gleich bleiben? Willst du schlechter werden? Was willst du? Wenn du besser werden willst, musst du die Probleme erkennen und sie beheben, aus der Welt schaffen. Definitiv. Ich wünsche euch nur das Beste. Das war es jetzt hier endgültig. Peace out. Zieht durch. Bleibt fleißig.